Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video möchte ich euch nun einen genauen Schnittbericht geben zwischen den beiden Folgen. Ich möchte euch zeigen, was bei zwei Herren, dick und doof, der Millionär unterm Rock, der Unterschied zwischen der TV-Ausstrahlung und meiner damaligen Restaurierung ist. Und einen kleinen Einblick auch geben, was das ZDF damals überhaupt alles gekürzt hat an der Folge. Denn jede Zwei Herren, dick und doof Folge war circa 5 bis 7 Minuten gekürzt. Und so auch diese Folge. Und hier werde ich euch nun zeigen, was damals vom ZDF genau weggeschnitten wurde. Ein bisschen Hintergrundinformationen geben und werde euch zeigen, wie ich das wieder eingefügt habe, beziehungsweise was ich wieder eingefügt habe und was ich dafür für eine Synchronspur verwendet habe. Hier seht ihr nun die restaurierte Folge von mir und dahinter ist die Originalaufnahme, also von Sat.1, damals vom Fernsehen. Und wie man sieht, ist der Vorspann bei mir schon in einer besseren Qualität als bei der TV-Aufnahme. Und ich lasse es jetzt mal ablaufen. Wie man nun sieht, fängt die Originalfolge, also die, wo damals im Fernsehen ausgestrahlt wurde, bei dieser Szene hier an. Nun schauen wir meine Restaurierung an. Sir James. Meine Restaurierung fängt bei der gleichen Szene an. Man sieht es hier, hier steht Olli. Hier ist er ziemlich verschwommen, da das halt eine sehr schlechte Sat.1-Aufnahme von damals ist. Aber wie man sieht, hat meine eine bessere Qualität, da ich ja wie gesagt für meine Restaurierung ein Stummfilmmaterial von DVDs verwendet habe. Ist die Geschichte des mehrfachen Multimillionärs Sir James Finlayson, des Herstellers der weltweit bekannten Finnpilzbier. Die Dame wartet die illegitime. Also was dann damals gekürzt wurde, ist hier. Dieses ist die Bier. Leitsucht. Muss hier nun bei leider der Bettszene mit Finlayson, wo er den Suffkopf, sage ich jetzt mal, hat, wurden ein paar Szenen rausgeschnitten. Also es wurden oft nur 30 Sekunden oder so rausgeschnitten, mittendrin. Dass ich hier einflussreich. Sir Stanley Law. Anwalt. Sir Stanley Law. Die Szene wurde komplett geschnitten. Moment. Tochter. Ein Stinktier Millionärs. Sir James. Seinem Jungen. Moment mal. Kommen sofort. Tochter. Was denn? Ich kann's brauchen. Und bearbeitet. Hier die Szene wurde geschnitten, da habe ich dann die Synchronisation. Die Synchronisation verwendet von der Dick und Doof-Folge zwischen Bestien und Banditen, wo ja zum Glück Hans-Dieter Hüsch auch das Voice-Over geredet hat, deswegen fiel das nicht so auf. So. Des Weiteren wurde hier einiges gekürzt. Nun legt der Sch Hier, die ganze Anfangsszene wurde damals gekürzt, oder die Mittenszene, Moment. Seit Jahren. Anna! Und eure Ehre. Hier das, wo Stanley die Treppe hochrennt. Moment. Runter, Kerl! Geh nochmal! Moment. Und jetzt wurde zum Beispiel gekürzt, was ich jetzt da belegen kann. Ach komm.
Und nun muss Stan... Jetzt kommt Stanley hier in den Raum. Schauen wir mal die Originalfassung an. Nun muss Stan seinem Mandanten die bestürzende Mitteilung machen, dass der Rowling bereits im Haus ist. Aber... Jetzt wurde dann hier gekürzt. Seinem Mandanten die bestürzende Mitteilung machen, dass der Rowling bereits im Haus ist. Aber der Volljurist weiß guten Rat. Ich kauf ihn mir. Die Szene mit dem Aufzug wurde zum Beispiel gekürzt. Moment. Aber der Volljurist weiß guten Rat. Ich kauf ihn mir. Wie man sieht, begegnet hier jetzt schon Stan und Ollie, wo Stanley sich als Frau verkleidet hat. Während bei meiner ungekürzten Fassung, da ich die Szene eingebaut habe, steigt er erst in den Aufzug und wirft da den anderen Herrn raus. Und dann gibt es nochmal hier eine Szene zu sehen, wo Stan und Ollie mit Finlayson aufräumen, damit niemand was mitbekommt. Und dann sieht man hier erst, wie Finlayson und Ollie auf die Idee kommen, Stanley als Frau zu verkleiden, was man bei der damaligen Ausstrahlung von Sat.1 gar nicht sieht. Denn, oder von der ZDF-Serie Zwei Herren, Dick und Doof, denn hier kommt der Typ, nachdem er sagt, den kaufe ich mir direkt hoch und begegnet im Flur Stan und Ollie, wo Stanley bereits als Frau verkleidet ist. Situation erweist sich Sir Stanley als wahrer Freund. Unter Aufopferung seiner eigenen Persönlichkeit verwandelt er sich in ein Wunder. Die ganze Szene habe ich dann eingebaut. Aus der Dick und Doof Folge zwischen Bestien und Banditen habe die Synchronisation davon verwendet, wo ja auch Hans-Dieter Hüsch das Voice-Over die Hintergrundstimme geredet hat und habe das dann quasi mit dem Stummfilmmaterial eingebaut, was hier bei der Originalfolge gar nicht zu sehen war. Natur. Jetzt kommt erst die Szene, die man hier sieht, wo er aus dem Aufzug rauskommt und Stan und Ollie begegnet hier. Also die Szene kommt bei der Originalfassung sofort, während hier dann bei mir bei der längeren Fassung noch ein paar circa 30 Sekunden lange andere Szenen kommen, wo man sieht, wie Stan und Ollie sich erst verkleiden. Beziehungsweise wie Finlayson auf die Idee kommt, oder Ollie auf die Idee kommt, Finlayson unter Stanley zu setzen und Stanley als Frau zu verkleiden. Der Bierfetze. Nichts verstehen. Hä? Ich kenne keinen. Dann wurde jetzt hier wieder gekürzt beim Aufzug. Der Bierfetze. Nichts verstehen. Nein, nein. Er ist nicht bekannt. Und zwar laufen die jetzt in den Aufzug. Und dann kommen sie hier raus. Und Stanley wackelt. Während hier bei meiner erweiterten Fassung, bei meiner ungekürzten Fassung, noch andere Szenen zu sehen sind. Nämlich jetzt kommen die raus. Moment. Jetzt kommt die Szene mit dem Hund, der gleich Stanley angreift. Und hier wurde dann wieder gekürzt, passt auf. Irgendwo hier wurde gekürzt. Ich immer deshalb. Peter Marsch! Ich glaube, hier wurde auch wieder gekürzt. Freunde.
Also man sieht es hier an der Länge auch. Meine ungekürzte Fassung geht. Moment. Moment, also die Fassung geht 14 Minuten 3. 14 Minuten 3 geht die Originalfassung. Und meine ungekürzte Fassung. Geht 14 Minuten 18. Also hier wurden, wie gesagt, ein paar Sekunden rausgeschnitten. Was hauptsächlich hier am Anfang ist, wo. Hier, wo Stanley kommt und als Anwalt fungiert quasi. Und es wurde, wie gesagt, die Szene rausgeschnitten, wo Olli und Stanley sich umziehen und Finlayson quasi auch unter Stanley setzen. Genau die Szene hier, die wurde damals auch geschnitten. Ja, das war jetzt der Schnittbericht zu dieser Folge. Im nächsten Video gibt es dann Schnittbericht zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.